Technische Analyse. Der DAX-Check kommt heute von Rüdiger Maas von ljwaver.de. Herr Maas, wie sieht's denn aus im DAX? Letzte Woche noch die 8000 Punkte gekratzt, Intraday darunter gewesen, insgesamt verloren. Jetzt dieser Wochenauftakt ist eigentlich schon wieder relativ vielversprechend. Wo geht die Reise hin? Also die Reise wird wahrscheinlich noch weiter nach oben gehen. Wir sehen im Gesamtbild, dass der DAX seit Februar eine Seitwärtsbewegung gemacht hat, bis April, Mitte April ungefähr. Und im Mai hat er dann eine ganz starke Aufwärtsbewegung gemacht. Und zwar sehr, sehr, sehr schnell. Und das ist ein Zeichen, wie LJ das mal entdeckte, dass hier ein Abschlussmuster mit einem schnellen Vorstoß, so hat er das genannt, entstanden ist. Also entspricht den Regeln. Die anschließende Abwärtsbewegung ist nach meiner Meinung eine Trend, also hat fünf Wellen. Wir laufen jetzt wieder hoch, ganz wie erwartet in die Zwischenerholung, wahrscheinlich bis in den Bereich von 8.333, das ist eine Fibonacci-Zahl, aber ganz wichtig ist das letzte Hoch, das sollte das Ganze nicht mehr überschreiten. Und dann werden wir wahrscheinlich fallende Kurse sehen, die in den Bereich von 7.422 gehen. Und wenn wir dann den Chart ansehen, der die letzten 10 Tage betrifft, dann sehen wir, dass ich da noch einen Kursanstieg bis 8.300 erwarte und anschließend fallende Kurse. Das bringt mich auf die Idee, dass man nach dem Rücklauf noch lang gehen kann, und zwar bis in den Bereich von 8.120 kann ich mir vorstellen, geht der Markt nochmal zurück, um dann weiter zu steigen. Also empfehle ich eine Long-Position bei 8.120, den Stopp dafür bei 8.074 und das Exit bei 8.310. Rüdiger Maas von ljwaver.de, die technische Analyse nach der LJ-Wellentheorie. Dankeschön für die Analyse und für die Grenzen, die Sie uns gerade aufgezeigt haben im positiven Sinn. Und schauen wir nochmal gemeinsam drauf, was da für einen Schein sich dahinter verbirgt. Da haben wir also eine Long-Idee, die wir auch abbilden bzw. umsetzen wollen. Und das sieht folgendermaßen aus, also ein Turbo-Call auf den DAX mit der WKN NG0XFW, Basispreis bei 7.553 Punkte. Wir sind also weit davon entfernt. Stopp, hatte Rüdiger Maas gesagt, 8.074 Punkte. Warten, bis wir zurückgelaufen sind auf 8.120 und das Ziel, das läge so bei 8.310 Punkten abzubilden, das möglicherweise mit diesem Schein. Das war der DAX-Check, können Sie nochmal angucken im Internet unter daf.fm.